Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen allen, dem Intendanten, der Jury für den Preis, Ihnen fürs Kommen, der Musik, dem Pianisten, der Band, dem Moderator. Ich freue mich sehr. Ich möchte dreierlei sagen zu dem Preis. Er freut mich im Moment natürlich ganz besonders, weil ich gerade dieses Aufsehen erregt habe. Und ich wollte damit, wie ich schon sagte, nicht generell sagen, alles im Fernsehen ist Mist. Dieser Abend war Mist, darüber sind sich aber auch alle einig. Das muss sich ändern, diese Preisverleihungen, so wie sie da in diesem Stil gemacht werden. Und es muss sich ein bisschen was ändern in der Richtung, in der Heiner Geißler vorhin auch schon gesprochen hat. Die Kultur, der Bildungsauftrag, das muss ernster genommen werden. Ich will doch nun nicht, dass das Fernsehen zur Volkshochschule verkommt. Kultur ist doch auch Unterhaltung. Es kann doch auch leicht sein, es kann doch einfach sein. Aber es geht nicht, dass das immer das ist, was nach 23 Uhr passiert. Es muss einfach sich in der Programmstruktur etwas ändern, dass auch solche Sachen zur Primetime möglich sind und Wetten, das dann meinetwegen mal um 22:30. Warum denn nicht? Die Leute bleiben samstagsabends gerne länger für sowas aufliegen, dann eh schon auf dem Sofa und trinken Bier. Und dann kann vorne mal was anderes passieren. Also ist in diesen Zeiten dieser Preis für mich natürlich eine besondere Rückendeckung, eine Stütze. Das wussten Sie nicht zu der Zeit, als Sie ihn mir verliehen haben. Das wusste ich ja da auch nicht. Diese Zornexplosion in der FAZ am Wochenende war sehr spontan bei mir. Das war nicht lange überlegt. Und ich hatte Frank Schirmacher angerufen und gefragt, würdet ihr das in der FAZ drucken? Und er sagt, ja, drucken wir. Ich kann mich im Moment nicht drum kümmern. Ich bin ja mit den Bankern beschäftigt, mit der Bankkrise. Aber das macht das Feuilleton. Und dann habe ich gedacht, die Banker nehmen wir ja auch gerade beim Wickeln mit ihrer Gier. Und vielleicht nehmen wir auch mal die Berliner Politiker, die sich immer noch nicht jetzt wieder entscheiden konnten. Hast du gar keinen Einfluss mehr, Heiner? Dass die Kultur im Grundgesetz festgeschrieben wird, worum man sich schon seit ewigen Zeiten bemüht. Gerade ist es wieder abgeschmettert worden. Und da fiel mir ein wunderbares Lied von Leonard Cohen ein, der im Alter immer schöner und immer klüger wird. Insofern habe ich auch noch Hoffnung. Der hat in einem Lied gesungen, First we take Manhattan. Then we take Berlin. Also wir gucken mal. Wenn wir Manhattan jetzt gerade nehmen, kriegen wir Berlin irgendwann auch noch. Das Zweite ist, dass dieser Preis mit 10.000 Euro verbunden ist. Diese 10.000 Euro gebe ich weiter an einen jungen Künstler, der von seiner Kunst nicht leben kann und der wunderbare Sachen macht. Denn in 100 Jahren wird man Elke Heidenreich und den Bausch Media Preis längst vergessen haben. Aber das, was der macht, wird man auch in 100 Jahren noch gucken. Nur ist er bis dahin verhungert, genau wie Schubert, wie Mozart, wie Van Gogh, wie viele andere. Und ich stehe gut da. Ich habe mit Nero Corleone einen Lottogewinn gelandet. Mir geht es gut, mein Haus ist bezahlt, ich habe keine Sorgen, ich habe keine Aktien, mir kann nichts passieren. Aber der kann von diesem Geld ein Jahr lang die Miete bezahlen und seine wunderbaren Sachen machen. Das Dritte ist, dass ich diesen Preis ausgerechnet hier kriege. Alles, was ich überhaupt kann, reden, keine Angst haben vor Publikum, ins Fernsehen gehen, habe ich, wie man ja eben auch gesehen hat mit Jürgen Lodemann in den alten Bildern, im Südwestfunk, Südwestrundfunk, jetzt zusammengeschlossen, gelernt. Meine ersten Schritte habe ich im Radio gemacht, 1970, im Popshop, dann später in SWF 3, dann auch im Südwestfunk Fernsehen. Und alles, was ich heute kann und was man an mir lobt, dieses Direkte, dieses Gerade, das hat man mir da beigebracht. Wir hatten einen sehr strengen Chef, Peter Stockinger. Ich freue mich, dass er heute Abend hier ist. Der hat diese ganze Truppe, von der Sie viele kennen, Frank Laufenberg, Christine Westermann, Klaus Kleber, Frank Plasberg, Efi Seibert, Stock, sagen Sie. Wer noch? Anke Engelke. Anke Engelke. Und irgendwo eben auch ich. Der hat uns alle wenig, aber dann gründlich gelobt, sodass man richtig weiche Knie hatte. Er hat streng, aber gerecht getadelt. Er hat uns machen lassen, er hat Vertrauen in uns gehabt. Wir haben gelernt, Beiträge zu bauen, zu schneiden, zu moderieren, Pleiten und Pannen, Versprecher wegzustecken. Wir wussten genau, was 2 Minuten 18 sind. Wir haben Zeitgefühl gelernt. Und alles, was ich später im Leben brauchen konnte, habe ich da gelernt. Erster Teil der Rede von Punkt 3. Zweiter Teil, und dann bin ich auch fertig.
Ich habe, und das ist keine Respektlosigkeit, bitte verstehen Sie das nicht so, Sie nicht, lieber Herr Intendant, aber auch Sie anderen nicht. Ich habe keinen meiner Preise behalten. Das hat was mit meiner Weggebementalität zu tun. Ich behalte auch meine Bücher nicht. Ich bestücke ganz, also die, die ich liebe, schon. Es stehen einige Bücher bei mir. Aber ich bestücke mehrere Bibliotheken damit. Was soll ich das alles anhäufen? Und die leben davon, dass andere Leute das lesen. Ich habe alle meine Preise weggegeben. Bambi steht natürlich in der Redaktion im ZDF bei der Redakteurin, die es mit mir nicht immer leicht hat. Sie ist sehr zart und manchmal etwas furchtsam, wie man in diesen Medien wird, wenn man immer keine Rückendeckung hat. Und die hat es wirklich nicht einfach mit mir. Also die hat das Bambi. Die Goldene Kamera habe ich versteigert zugunsten einer Aktion, die heißt Runder Tisch. Da kriegen Ausländerkinder Nachhilfeunterricht in deutscher Sprache und die brauchten Geld und da hat das schönes Geld gebracht. Die Goldene Europa ist bei meiner Tante Lilly der Türstopper, damit die Balkontür nicht zufliegt, weil das ist für, eine Schlagersendung und die guckt so gerne Nena und da habe ich gedacht, da ist die Goldene Europa genau richtig. Der Grimme-Preis, das erzähle ich jetzt zum ersten Mal, jetzt werden alle entsetzt sein, aber es ist einfach wahr und es, ja, es ist so. Meine Mutter hat immer gesagt, wir haben dich studieren lassen und nun verdienst du mit Unsinn dein Geld. Und das sind doch alles Bambi, was soll das denn sein und keine richtigen Preise und so. Und als sie mit weit über 90 starb vor einigen Jahren, kriegte ich den Grimme-Preis. Und dann bin ich am toten Sonntag, wo alle graben und Blumen einpflanzen, aufs Grab und habe geguckt, ob es keiner sieht. Habe ein tiefes Loch gegraben, sehr tief, habe den Grimme-Preis reingesteckt und habe gesagt, Paula, da ist er, den nimm jetzt und nun ist Ruhe. Also der Grimme-Preis ist begraben. Denn ich habe ein sehr kleines Haus, da ich habe auch keine Vitrinen, wo die drinstehen könnten. Die würden nur, die Katze würde das runterschmeißen, die liebt auch solche Gegenstände nicht. Und ich freue mich über den Preis, ich habe ihn im Kopf, ich habe ihn im Herzen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn in der Hand. Und ich gebe ihn jetzt weiter an Peter Stockinger, der soll ihn sich hinstellen und wissen, was er für uns alle getan hat in all den Jahren und dass ich ohne Sie hier nicht stünde. Vielen Dank. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Nein. Doch. Danke Ihnen. Das ist nicht wahr. Ihr habt das nicht von mir gelernt. Doch, wir haben das alles von Ihnen. Ihr seid selber. Nein. Nein. Ich muss noch einen Satz sagen. Noch einen Satz dazu. Herr Stockinger, jetzt sagen Sie, wir hätten das nicht bei Ihnen gelernt. Wir wären das selber. Na klar ist was drin. Aber wenn es keiner rausholt. Als ich zu Ihnen kam, war ich ein aggressives, weil ängstliches, ein Angstbeißer, ein kleiner Kampfhund, schüchtern, aber ich wusste, was ich wollte. Und Sie haben mich als allererstes nach Stuttgart ins Theater geschickt. Wissen Sie das noch? Viktor oder die Kinder an die Macht hat Neuenfels inszeniert. Und da musste ich meine erste Theaterkritik machen. Sie haben es uns zugetraut. Danach haben wir uns alle getraut. Und heute stehen wir da und trauen uns. Das haben wir Ihnen zu verdanken. Aber hallo, stellen Sie es hin, dann kann es Ihre Katze runterschmeißen. Vielen, vielen Dank. Ich sage es ganz ehrlich, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ja, was soll ich Ihnen noch erzählen? Nee, müssen Sie nicht. Wir haben aber noch einen, der Ihnen was erzählt. Und den sollten Sie jetzt auch nicht verpassen. Aha. Mhm. Ja. Einer und der ist gleich zwei. Soll klingt ich hier verwirrend. Bleiben, oder? Bleiben Sie da. Bleiben? Aber macht Sinn. Hier kommt er. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrtes Publikum,